Geschichte vom Detektiv Scherping und den toten Augen. Pido perdón por no haber escuchado tu ruego. Herein. Herr Detektiv, ich habe ein medizinisches Problem, an dem die Schulmedizin machtlos ist. Ah, sehe schon. Der Covid-19 verfolgt Sie. Genau. Können Sie helfen, Herr Scherping? Männer zu mir. Fragen wir mal die Piratenhummel. Also, als wir mit Captain Notbart vor Australien waren, war es so. Nun lagen wir vor Anker. Als wir ins Land gingen, begann das Unheil. Da machte es Bumm. Ihr seid blind, eure Augen sind tot und tote Augen machen krank. Gesundheit nur im Einklang mit der Natur. Ja, so war das. Die Känguru-Medizin hat uns umgehauen. Männer, auf nach Australien. Weiter mit dem Buggy. Wo finden wir den Heiler?
an Uluru. Was ein weites Land und keine Einheimische. Von wegen, da sind sie doch. Wo sind sie nur wieder? Wo ist nun der Medizinmann? Hier, folgt mir. Was ist euer Begehr? Wir haben einen Virus und die Schulmedizin ist am Ende. Meint ihr den? Ja, wir haben kein Gegenmittel. Flatter, hol ihn. Das können wir nicht. Wo liegt die Ursache? In der Traumzeit erklärte uns die Regenbogenschlange Folgendes. Die Natur zählt in Millionen Jahren. Vor 100.000 Jahren traten die Trockennasenaffen ins Licht. Eine kleine Zeit. Die Evolution ist aber entscheidend für die Jeden.
sollen wir nun dem Doc mitteilen? Er soll die Weisheiten aus der Traumzeit vom Oman lesen und weitergeben. So, Doc, das ist die Geschichte. Hier hast du den Schlüssel der Weisheit. Danke, aber ich bezweifle, dass Multimillionäre ihren privaten Reichtum mit Millionen Armer teilen. Tu ruego.